Ja, in diesem Video zeige ich dir den Bosskampf gegen Amora. Da gibt es auch Wichtiges zu beachten. Und zwar viel Geduld. Ich habe es versucht natürlich ohne Geduld und deswegen werde ich auch ein paar Mal getroffen, aber der Hot ist so die bessere Option, sage ich mal. Okay, fangen wir erstmal an. Also ganz wichtig ist parieren, ganz wichtig. Dann merke dir eins, du siehst diese Unabwehrbarkeit. Du musst ausweichen, denn am Anfang torkelt er dich nicht, denn die Unabwehrbarkeit wird zuerst gestartet und dann erst im Nachhinein torkelst du ja. Und das sagt Kebem, das akzeptieren wir nicht. Dann gibt es einmal Torkeln, dann gibt es einmal Immun gegen Lähmung Buff, dann gibt es einmal Kraftzufuhr Buff, das alles muss getorkelt werden. Aber so schnell kommt der Hund nicht nach mit dem Torkeln. Es sei denn, du machst eine SK2 und dann hast du zehnfach besiegeltes Schicksal, dann hast du Torkeln und dann muss man sehr oft draufhauen, sehr oft und das ist sehr schwierig. Und wie du siehst hier, bin ich ja wieder zurück, also im Blockmodus gegangen, dann wieder parieren, dann wieder schnell SK2 und ich kann nicht mal so einfach. Ich habe es versucht hier mit der schweren Attacke und schon wieder werde ich getroffen und dann erst hat es geklappt. Man muss da wirklich vorsichtig sein, wirklich aufpassen und das so aufpassen, dass man wirklich, wirklich nicht getroffen wird. Und da hätte ich hat Glück, also da habe ich Glück gehabt. Aber jetzt im Endeffekt beenden wir immer den Kampf auch gleich, weil ich dann hier gesagt habe, so, jetzt habe ich die Schnauze voll, habe dann nochmal ausgewichen denn, und dann noch schnell mal ein paar leichte Schläge, ganz klar, dann wieder zurück ausweichen und dann wiederum aufpassen, denn hier kann man sehr schnell auf eine SK2 kommen. Ich habe mir gedacht, ich halte sie fern und dann hat sie versucht natürlich mit SK3 zu kommen. Das ist natürlich richtig bescheuert, dass ich das auch geschafft habe. Dadurch konnte ich meine, dann habe ich natürlich meine minus 20 gemacht und schnell habe ich gemerkt, ups, ich bin K.O. gegangen. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass du da wirklich nicht dich in die Ecke drängen lässt und deswegen hat es mit dem One-Shot nicht geklappt. Danach ist ja aber nicht so schlimm. Danach habe ich dann dementsprechend den Dr. Doom genommen und die restlichen 5% von ihr weggehauen. Ja, und das war es auch schon von mir. Wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir auch geholfen hat, dann like es und nicht vergessen, abonnieren und Glocke an. That's it.